herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang in der Pampa von Let's Play Ark. Wie hieß das Spiel? Survival Evolved? Ark Survival Ja, Evolved. genau. Und mit mir am Start ist der Grumpy Beard, um den ich gerade wie ein Wilder herumrenne. Hallöchen. Und ja, die zwei Jungs, der Mr. Zuizu und der Grumpy Beard, der Zuizu versucht gerade noch seinen Rechner in Gang zu kriegen, die haben schon ein paar Folgen aufgenommen und ich hatte leider Probleme mit dem Internet, deswegen bin ich jetzt erst ab Folge. Da muss Grumpy mir jetzt helfen. Ab welche Folge sind wir gerade? Das ist Folge 4. Folge 4, ab Folge 4 dabei. Und wir waren nicht untätig, wir haben schon ein bisschen Stuff gesammelt. Haben auch schon unser eigenes Häuschen gebaut, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wie gesagt, wir spielen jetzt ungefähr schon seit einer Stunde. Und wer sehen will, wie Ark losging, der guckt dann in der Beschreibung, habe ich die Links reingepackt zu den Kanälen von Grumpy und von Zuizu. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Da ist auch eine Erklärung dabei, was es ist. Ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen und bitte dann um Unterstützung von Grumpy, falls ich Mist erzähle. Klar. Es ist ein Survival-Game im Stil von Rust oder ja, kann man eigentlich fast sagen, ne? Ist ein bisschen ähnlich wie Rust. In dem ganz abgefahrenen Setting, und zwar, man könnte es am ehesten beschreiben mit in einem Land vor unserer Zeit mit Aliens. Oder? Das, Es ja, kommt hin, oder? das trifft's sehr, sehr gut sogar, ja. Also, es ist so eine, ja, Frühzeit, so ein Frühzeit-Setting mit Dinosauriern, die werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Da laufen nämlich wirklich sackviele in diesem Spiel rum. Ja, und wir sind irgendwelche gestrandeten Menschen, die irgendwelche Implantate hier in der linken Hand haben. Ich weiß nicht, ob man es erkennt bei mir jetzt gerade. Ja? Die haben so in der linken Hand so Implantate. Und wozu die taugen, habe ich keine Ahnung. Ganz ehrlich. Die lassen uns zum Beispiel craften, wenn du mal ins Crafting. Komm mal her, wo bist du gerade? Ich laufe gerade zum Wasser, weil ich am Verdursten bin. Oh, und da unten Oh. ist die Hütte von denen, die uns vorhin umgebracht haben. Lass uns lieber den anderen Berg Ja, ich runterlaufen. laufe lieber in die andere Richtung. Weil wir hatten gerade schon Ich. eine Begegnung mit ein paar Spielern, Ja, das war nicht so gut. die mich eigentlich ganz lustig fanden, aber uns dann doch umgebracht haben. Keine Ahnung. Ja, es ist halt auch hier so, spielt halt dieser Survival-Aspekt von DayZ und ein bisschen auch Altis Life mit. Schau mal, wenn ich im Crafting-Menü bin, siehst du das Leuchten? Ah, da muss ich mich anders hinstellen. Ah, okay. Nachts leuchtet es übel, also wenn du mitten in der Pampa craftest, bist du ein Ziel für Dinosaurier und für alle anderen. Ah, sehr gut. Ey, wir könnten hier doch eigentlich. Ah, nee, komm, lass erstmal trinken gehen Ich auf muss der jetzt anderen erstmal Seite noch und dann trinken gehen, jagen. ne? Weil dediziert Rechts jagen. seht ihr die Werte. Oben rechts ist der Erfahr also jetzt hier oben rechts ist der Erfahrungsbalken, dieser Pfeil. Wenn der voll ist, dann steige ich eine Stufe auf. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, Level 4 oder Level 3. Oh, da sehen wir schon den. Oh, shit! Ja, genau. Ich bin gerade eben Was? gestorben, weil ich nicht gesehen habe, wo ich hingerannt bin. Oh Mist. Perfekt. Oh Gott. Perfekt. Das heißt, du musst jetzt. Geil. Kannst du meinen toten Körper looten? Okay, bist du Ich runtergefallen? bin runtergefallen, ne? Okay, dann versuche ich den. Ach, ist ja super, ey. Super Folgenstart hingelegt. Ganz ehrlich, Leute. Oh Gott, jetzt will ich auch. Das war jetzt echt ein cooles Timing. Ich bin jetzt runtergesprungen und vor Angst, dass ich sterbe, habe ich erstmal gekackt. Ah! Da liegst du. Was ist jetzt Jetzt. sinnvoller? Create new survivor oder respawn? Naja, bei. Oh Gott, du hast so viele Sachen. Das kann nicht alles. Inventory ist zu voll. Ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Ja, also wenn du nämlich Create New machst, dann kannst du dir wieder aussuchen, wo du praktisch rauskommen willst. Okay, ich mache jetzt Und mal Create New. dann Weißt du sind halt die was? Levels wieder weg. Ja gut, Aber. ich war ja nicht so hochlevelig. Ich mache jetzt einfach mal wieder meinen Charakter. Ich war ein bisschen dunkler. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen dunkler, damit man mich erkennt. Dann seht ihr auch vielleicht mal hier das Charakter-Creation-System. Das ist nämlich ziemlich umfangreich. Dieses Spiel kam aus dem Nichts und sieht einfach nur hammermäßig aus, wie ich finde. Also ihr könnt da gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren sagen, aber das ist ein richtig geiles Spiel und man muss es auch echt auf dem Schirm haben, ne? Also die Engine ist, glaube ich, die Unreal Engine, so wie es aussieht. Oder eine Art der Unreal Engine. Ich weiß nicht, ob es die Vierer oder die eine davor ist. Es sieht jedenfalls hammermäßig gut aus. Also
Ich würde mal fast behaupten, das sieht wirklich 10-mal besser aus als DayZ oder als die ganzen anderen Survival-Spiele. So, Bob wollen wir ihn natürlich nicht nennen, wir nennen ihn einfach mal wieder Olay. Okay. Oh fuck, ich bin falsch gespawnt. Ich bin Northern Ja, dann gespawnt. kill dich nochmal. Ja, ist ja kein Problem. Jetzt lief alles so gut, bis wir die Aufnahme angemacht haben. Perfekt, es lief perfekt, einfach fast zu perfekt. So, ich jage hier schon jetzt mal alleine so ein paar kleine Saurier, damit ich möglichst wenigstens ein Bett bauen kann. Und dann müssen wir halt irgendwie probieren, dass Olli dann hier bei mir landet. Hallo an meine Zuschauer übrigens, hallo. Der Zoizu dürfte demnächst hier einfach reinplatzen und labern. Wundert euch nicht, der weiß nicht, dass wir mittlerweile aufnehmen, aber naja, das überlebt ihr schon. Jag jetzt hier mal einen Triceratops allein. Vielleicht bin ich jetzt auch gleich tot. Ja, ich hau Mal jetzt einfach schauen. mal hier so ein Dino auf die Schnauze. Für die Zuschauer auf meinem Kanal. Also die Leute auf deinem Kanal grüße ich natürlich auch. Hallo. Ach, der ist Level 4. Na, den kill ich. Hoffentlich. So, ich bin auch wieder tot. Sehr schön. Ja, herrlich. So, Create New Okay, ich bin auch Survivor. tot. Ach, du bist auch tot. Oh Gott, das ist ja richtig Wir toll. hatten ein tolles Haus. Wir hatten höhere Level erreicht, wir hatten Waffen, wir hatten Crafting-Items. Es war einfach sch zu schön, um wahr zu sein. Das Haus ist ja noch da. Können wir da auch weiterhin rein? Wäre meine Frage. Ui. Ja, dadurch, dass wir neue Charakter createn, wenigstens ich muss jetzt auf Random machen. Ich muss jetzt auf Random Location machen, damit ich den Tribe erhalten kann. Dann kann ich dich nachher wieder einladen, dass wir das nutzen können. Genau, dann sag mir doch, wenn du gespawnt bist, wo du gespawnt bist. Und solange machen wir jetzt Mist hier im Ich Charakter-Editor. muss jetzt so lange sterben und so lange neu spawnen, bis ich wieder auf dieser Location ungefähr bin. Ich spawn einfach mal jetzt da, wo wir gestorben sind, ne? Das wäre eigentlich nicht so. So, hi. Ja, der Mr. Zuizu ist auch da und wir nehmen schon auf. Oh, hi. Glorreicherweise. Weil wir sind beide gerade gestorben. Oh Gott, ich bin im Westen ziemlich in der Mitte gespawnt. Das ist schlecht. Ich glaube, ich gehe mal ins Meer mit den Haien schwimmen. La la la. Ach, da ist gleich einer. Kann ich den töten? Ich töte Also wir den. machen uns hier jetzt eine wunderschöne Tussi. Also ich werde jetzt mal eine Frau spielen. Finde ich sehr gut. Hallo Megalodon. Zwei Megalodon. Ja, Boah, krass, das ist bestimmt. da kannst du richtig die Brüste anfassen. Die greifen mich gar nicht an. Erst jetzt. Hammer. Die sind gerade neben mir hergeschwommen. Sind Da die freut nicht eh sich. so nicht unbedingt angriffslustig gewesen, auch in der Urzeit? Also in diesem Spiel waren sie sehr angriffslustig. Ah, okay. Sehr, sehr, sehr. Dass die nicht an Land gekommen sind und ihren Kopf abgebissen haben, war alles. So, und ich nenne So, mich. bin jetzt schon wieder da oben. Komisch. Wo muss ich denn hin? So. Ich weiß leider nicht. Ich muss die Karte jetzt mal beobachten. Ah, ich glaube, ich bewege mich jetzt hier gerade nach oben. Ha! Oh, man sieht es jetzt auf der Map, wenn man die Map offen hat und sich bewegt. Dann sieht man, wo man langläuft. So langsam bewegt man sich nämlich gar nicht auf der Map. Hannes. Ich höre gerade gar nichts, der Sound ist mega laut. Ich habe nur gehört, dass du mit mir redest. Ich kann es gerade noch nicht verstellen. So, ich bin jetzt gerade gespawnt als sexy Cora. Also Sexy Cora ist am Start. ich versuche jetzt wieder zu unserer Butze zu kommen. Ich laufe da jetzt einfach hin. Da wo du spawnst, Olli, Ich mach bin einfach auch die. Mach endweit die. weg. Ja, mach einfach die Map auf und dann lass sie offen und beweg dich. Und dann siehst du ja, in welche Richtung du läufst. Du weißt ja, wo es war. Oh Gott, das ist richtig weit weg. Oh, hallo, ein Dinosaurier. Ein Triceratops. Oh, hübsch, ey. Schaut euch mal das Charaktermodell an einfach. Seht euch mal an, wie der designt ist. Jetzt hätte ich ihm fast eins auf die Schnauze gehauen. Schaut Das hätte euch sie das bereut. Vieh mal an, ey. Der Hammer. Also ich finde wirklich auch die Umgebung hier, die ist hammermäßig. Also richtig, richtig gut gelungen, richtig atmosphärisch. Du hast hier überall, obwohl ich fast schon finde, dass es ein bisschen zu viele Dinosaurier sind, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Also. Findest du echt, es sind zu viele Dinosaurier? Ja.
Also ich war, als wir standen vorhin mal an dem Punkt, da war dann schon so eine Triceratops-Herde und ich glaube, das sind ja auch Herdentiere gewesen. Aber da war halt dann auch noch jeder andere Scheiß dazwischen, irgendwelche Raptoren oder so, so kleine und ja, also das sah schon ein bisschen sehr. Unrealistisch Ja, aus. aber Olli, was richtig geil ist, wenn diese Viecher gegeneinander kämpfen, die Jagdsaurier, die jagen ja auch die Pflanzenfresser. Also ich habe neulich mal beobachtet, wie so zwei Triceratops gegen zwei T-Rex gekämpft haben. War krass. Witzigerweise ist da mir gerade ein Spieler entgegengekommen und lief genau in die Richtung und ich habe voll drauf gehalten und habe mich gefreut, dass der gleich drauf geht. Und er ist tatsächlich voll in die T-Rex reingerannt. Das war witzig. Über sowas freue ich mich. Ja, sowas ist auch echt nett. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, dass die sich jetzt wirklich effektiv bekämpft hätten. Und die, oh Gott, jetzt bin ich eingeschlafen. Ach, die Bären. Umso mehr Viecher da, also umso mehr Triceratops beieinander stehen, da siehst du dann auch so, glaube in lila steht es drunter, irgendwie Herdenbonus. Die sind Das dann auch heißt, die greifen stärker. dich dann auch alle an mit einem. Ja. Du Ah, kannst das zum ist gut, Beispiel, oder? ich habe neulich in der Folge, das ist glaube ich in Folge 1 war das, habe ich ein Ei aufgesammelt von einem. Was war denn Das das? war nicht in der Aufnahme, Michael. Nicht in der Aufnahme. Nee. Okay, dann erzähle ich es jetzt so kurz. Ich habe ein Ei von einem Dinosaurier aufgesammelt und ja, das Muttertier ist mir dann hinterhergerannt. Dann habe ich das Ei gedroppt und der Hannes hat es aufgesammelt. Dann ist die Mutter ihm hinterhergerannt. Und man kann Ja. diese Eier braten oder essen. Man kann sie aber auch ausschlüpfen lassen. Dann hat man schon einen, naja, denke ich mal, gezähmten Dinosaurier. Das Lustige war, dass wir da irgendwie 3 Stunden uns gesucht hatten. Und als wir uns endlich gefunden hatten, kommt der Micha angelaufen mit dem Stegosaurus-Weibchen, das ihm hinterher rennt, ja. Oh, ich bin gerade Und aufgeregt. da waren wir schon so müde, da sage ich zu ihm, da rennt einer von dem Stegosaurus weg, der Stegosaurus verfolgt ihn. Und dann sagt Micha, nicht ah, das wird nicht, sondern ich hüpf mal. Um, für den Fall, dass noch zufälligerweise irgendeiner durch die Gegend rennt, der mich sucht und von dem Stegosaurier verfolgt wird. Das war schon richtig geil. Jetzt ist natürlich hier auch wieder die Mission, dass wir uns finden. Hannes übrigens, ne, wir haben die Aufnahme hier jetzt mal gestartet, weil der Olli Ja, auch sehe nicht ich mehr schon. so ewig Zeit hat. Da habe ich schon mitbekommen, dass ihr schon gestartet habt. Ja, aber ich sag nur, warum wir schon gestartet haben. Ja. Ich würde hier am liebsten eigentlich stehen bleiben und den Dinosauriern hier zuschauen, was sie machen, ey. Das ist so ein bisschen wie Jurassic Park. Und Nur ohne Part. es sieht auch echt Hammer aus. Und ich habe auch gerade ein bisschen Performance-Probleme. Also wenn ihr bei mir zuschaut, es tut sich gerade ein Das. bisschen was an der Performance, aber ist es scheinbar normal? Ja. Also, jetzt an die Zuschauer vom Olli. Meine haben das schon eine Million Mal gehört. Der Client ist noch nicht wirklich ausgereift. Das Spiel nutzt die Computer-Performance noch nicht so wirklich. Es wird aber von Tag zu Tag besser. Leute, vor 2 Tagen war das Spiel eigentlich nicht spielbar. Und dafür ist es jetzt schon wirklich gut. Diese Frame-Einbrüche, dafür kann der Olli also gar nichts. Und das wird sich auch gleich wieder regeln, werdet ihr sehen. Ich denke auch, ja, jetzt läuft auch Das wieder geht hoch, alles. runter. Ja, Ja, es ich ist hoffe, ich halt finde. so. Es ist halt, man muss halt dazu sagen, es ist ein Early Access Spiel, was wirklich aus dem Nichts kam. Da kam die Ankündigung vielleicht vor 2 Wochen oder so. Und dann kam so ein mysteriöser Trailer, der ziemlich gut aussah. Und jeder war irgendwie so, okay, wo kommt das jetzt her? Das ist zu weit weg. Und dann kam dieses Spiel raus und niemand weiß so recht gerade im Moment, was er damit anfangen soll, weil es eigentlich echt erstaunlich gut läuft dafür, dass man noch nie was oder fast noch nie was davon gehört hat. Und ich habe gerade wieder einen Lag. Sehr schön. Das ist normal, Ja, wirklich. Das das kennen wir ja schon. ich hoffe, also ich töte mich jetzt mal wieder, das ist einfach zu weit. Ich müsste, um 2 Quadrate nach unten zu laufen, müsste ich jetzt irgendwie 2, 3 Stunden laufen. Das ist mir jetzt einfach zu Echt lange. wirklich, dauert es so lang? Das ist, ja, ich bewege mich so langsam auf der Map fort. Die Map ist, wie viel? 50, 60 Quadratkilometer groß? 48. 48 Quadratkilometer. Ja, ihr seht es Jetzt gerade auf stehe ich meinem gerade Kanal. hier. Ich versuche auch gerade dahin zu kommen, wo wir sind. Ja, wo wir vorhin waren, wo unser Häuschen steht. Und es dauert einfach wirklich ewig, ne? Also es ist eine ganz schöne Scheiße hier, ne? Ich versuche jetzt mal näher an unseren Spot ranzukommen. Also, alleine, ihr habt es gesehen auf meinem Kanal, alleine mit Lanze einen Level 4 Triceratops jagen auf Level 5 oder 6 ist keine gute Idee. 3 Schläge und man ist tot. Jetzt habe ich auch Framerate-Einbrüche. So, wo bin ich? Ich bin schon wieder da oben, das gibt's doch nicht.
Ja, ich habe noch ein ganzes Stück zu laufen. Ich zeige jetzt mal kurz die Map. Wir sind zwischen 60 und 70, nee, zwischen 70 und 80 mittlerweile, und wir müssen da unten auf diese Insel, die schon erkundet ist quasi. Da waren wir vorhin. Und das wird jetzt bestimmt auch nochmal 10 Minuten Boah! dauern, bis wir da sind. Weil die Ich Map rette dich. wirklich riesig ist. Aber Ich Sexy bin. Cora wird schon einen Weg finden, wie sie da ans Ziel kommt. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht mittlerweile das craften kann. Nee, noch nicht. Was fehlt denn noch? Wood, Holz brauchen wir noch. Das kriegen wir, indem wir Bäume verprügeln. Ich war gerade Zeuge, wie ein Megalodon eine Riesenschildkröte angegriffen hat. Und danach mich. Ich wache auf und habe einen Riesenschwanz über mir. Das ist, als würdest du bei mir zu Hause pennen. Daily Life. Ja, ihr wohnt beide in der Knast-WG? Nee, wir Wenn haben das ein gewohnter Anblick für euch ist? einen sexuell aktiven Mitbewohner. Na, Quatsch. Das ist doch Quatsch. Der Witz ist, ich spawn jetzt zum dritten oder zum vierten Mal schon mit Random und bin immer an der gleichen Stelle. Immer an der gleichen Stelle. Ja, ihr kennt es sicher auch von DayZ oder hier von Arma beziehungsweise Wasteland. Dass man wirklich extrem viel Strecke zurücklegen muss, damit man sich findet. Und das ist halt auch hier der Fall. Damit umgeht man aber halt einfach auch das Problem, dass sich Gruppen zu schnell zusammenfinden und dann, ja. Außerdem habe ich gerade geschissen. Das geht nämlich auf Z oder automatisch, wenn man ganz arg dringend muss. Also ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn ich wieder an der gleichen Stelle bin, dann muss ich halt einfach hinlaufen. Das ist dann einfach so. Wo bin ich? Ich bin wieder an der gleichen Stelle. Könnten wir das nicht zu unserem Vorteil nutzen? Also ich bin Dass jetzt schon man. auf dem Weg dahin, ne? Also ich bin, glaube Naja, ich, gut, jetzt schon dann. fast da. Na gut, dann laufe ich. Ja, ich bin wirklich fast da. Also für mich Ich wäre es jetzt frag mich Quatsch, nur nochmal kurz. mich nochmal zu killen. Naja, ich überlege gerade nur. Jetzt laufe ich hier nach außen. Ich verstehe hier gerade die Map nicht. Ach, das ist ein Grö. Hä? Ja, das vor mir ist ein Riesenhai, aber wenn ich hier rüberlaufe, dann zeigt er mir doch eigentlich. Ich glaube, das funktioniert nicht richtig mit der Map, Leute. Schaut mal, wenn ich jetzt hier in die Richtung laufe. Obwohl doch. Dann machen wir das mal so. Dann gehe ich mal da bis an die Spitze runter und dann muss ich halt gucken, dass ich da irgendwie rüberschwimme. Denn ich bin der letzte Verbleibende unseres Stamms, der Zugriffsberechtigung für das Haus hat. Das wäre schade, wenn wir das jetzt alles nochmal machen müssten. Deswegen mache ich hier eine kleine Survival-Tour. Also ich muss hier jetzt gerade mal an den Optionen nochmal rumspielen, weil bei mir ist es wirklich zu ruckelig. Echt? Ja, tatsächlich. Aber die ganze Zeit jetzt ging's, ne? Ja, bloß seitdem die Aufnahme läuft, das ist halt, es Ach zieht da so. trotzdem noch ein bisschen Grafikleistung, ne? Jetzt schauen wir mal, jetzt habe ich das Field of View ein bisschen eingegrenzt, jetzt dürfte es eigentlich laufen. Also bei mir geht's bei der Aufnahme irgendwie von 22 bis 25 runter auf 15 bis 19. Ja, bei mir steht es dann trotzdem mal zwischendrin und das ist halt echt nervig. Und man Gut, sieht das hier. ist Client. Ja, meinst du? Ja, das ist bei mir auch so, das ist normal. Weil es Bei regnet halt auch gerade bei mir, Gronkh ne? auch so. Ich bin gerade an einem wunderschönen malerischen Ort, der wirklich fantastisch aussieht. Da ist in der Mitte so ein grüner Strahl mit so einem Alien-Gebäude und hier außenrum so Einfassungen in so einer Bucht irgendwie. Da unten ist eine Höhle, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Da laufen Dinosaurier rum. Also es ist echt der Hammer. Und es ist, da hat schon ein Spieler seine Hütte hingebaut hier vorne. Ich laufe in die falsche Richtung, oh Gott. Es sieht auch wirklich geil aus. Ich muss jetzt leider hier runter. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich nochmal runter. Ah! Tödlich. Wie sind wir jetzt hier hochgekommen? Ich bin hier einfach nur einen Hang hochgelaufen. Na gut, es war schon ein Steilhang. Gut. Wenn ich hier rüberkommen würde, ohne dass ein Megalodon mich frisst, das wäre ganz schön Knorke, Leute. Also bis jetzt sehe ich keinen. Ach, wir tun einfach so, als ob hier nichts wäre. Oh, schönes Wetter. Nehmen wir ein Erfrischungsbad. Ja, so wie in der Realität, kann man auch mal sagen. Das Wetter ist gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
bei uns ist das Wetter wirklich, also in Bayern scheint die Sonne. Also gerade im Moment nicht, gerade im Moment ist Nacht, aber die Sonne würde scheinen, wenn keine Nacht. In Baden-Württemberg hat es auch die ganze Zeit Sonne geschienen. Den ganzen Tag. Das ist ein Krokodil da drüben oder sowas? Die sind heftig, die habe ich mal offscreen, habe ich die mal angegriffen. Boah, das war ein Rape, du. Ich will hier raus, Leute, ich will nur darüber. Dann kann ich nämlich direkt runterlaufen zu unserem Spot. Ich glaube, ich habe unseren Spot eh gleich gefunden. Ich muss kurz auf die Map gucken. Oh, ich ertrinke gerade. Ja, ich bin verdammt nah dran. Also ich brauche jetzt nur noch querfeldein runterlaufen. Nur noch. In diesem Spiel, nur noch. Und ich habe ein Level-Up, aber das mache ich erst auf der anderen Seite, weil ich gerade zu meinem Leidwesen feststellen musste, dass bei Level-Ups, während man hier seine Erfahrungspunkte verteilt, wie man möchte, gerne mal angegriffen wird von irgendwelchen Dinosauriern und das ist wirklich kein Spaß. Vor allem, wenn man neu in diesem Spiel ist und dann erst mal schauen muss, wie man aus diesem Menü wieder rauskommt. So, jetzt hat mein Bild auch gerade stehen geblieben. Ja gut, aber es ist ja scheinbar normal. Also, ich habe jetzt einen ziemlich hochwertigen Rechner und es dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, sag das mal mir. Stimmt, ja, bei dir ist es ja noch ein bisschen krasser. Also wenn sich jemand, der gerade bei Grumpy oder beim Olli zuschaut, wundert, warum ich nicht von meinem Kanal rede, ich habe so extreme Probleme mit der Performance, dass ich im Moment nicht spiele, sondern nur im TS bin. Aber ich fixe es gerade. Hoffentlich funktioniert es. Meine Truller ist gerade unter Wasser erschöpft. Das ist eine der nervigsten Konstellationen, die es überhaupt gibt. Leute, die in den ersten paar Folgen habt ihr ab und zu. Oh, jetzt ruckelt's gerade. Habt ihr so Jagdsaurier gesehen, also fleischfressende Flugsaurier? Die scheinen jetzt gerade irgendwie gerade gar nicht mehr im Spiel zu sein. Also zumindest habe ich jetzt keinen gesehen in der Aufnahme. Meinst du die, die so ein Federn-Ding haben, also die so aussehen wie Vögel, wie Greifen oder sowas? Ja, die dich auch im Wasser jagen. Ja, ich glaube, die sind weg, weil sie buggy waren. Ja. Die waren aber auch mega buggy. Ja, die waren lästig. Die waren richtig lästig. Ah nein, ich ertrink gleich. Alter. Weil die erschöpft ist und unter Wasser ist. Scheiße. Ich bin kurz vor unserer Hütte. Wenn ich jetzt ertrink, ey, ich schieße mir ins Bein. Ja, Leute. Pannenshow Nummer 2. Eine Folge heißt ja schon. Vor allem ihr Kopf. Ach, Gott sei Dank. Uff. So. Ja, weißt du, das Witzige, das hast du ja verpasst, Hannes, wie er gestorben ist, ne? Ja, wie ist das passiert? Ja, erzähl du, Olli. Ja, wir haben gerade die Aufnahme gestartet, haben eine kacktolle Anmod gemacht. Und dann wollten wir jagen gehen. Und dann bin ich eine Klippe runtergefallen. Weil ich gelabert habe und nicht auf meinen Weg geguckt habe. Also, der Hammer. So fangen die Dramen-Stories in Ark immer an. Mhm. Wir wollten jagen gehen. Ja, stimmt. Bei unserer letzten Folge, da haben wir auch beschlossen, so jetzt gehen wir jagen, machen wir mal ein bisschen Party hier. Und dann habe ich irgendwie die Satches genommen und wollte irgendwie die Wand einhacken, hab den Micha nicht gesehen, also den Grumpy, und hab ihm voll den Schädel eingeschlagen. War halt vorbei. So, ich bin jetzt gerade in unserer tollen Hütte. Die seht ihr hier, die wir schon gebaut haben. Machen, ne? Ja doch, ich kann reingehen, aber. Ja gut. Weil du die Tür offen gelassen hast. Ups, naja gut. Ich dachte, wir kommen gleich wieder mit ein paar Häuten. Es ist halt echt bitter, du hattest halt jetzt echt schon das Bett gelernt und so. Ja, passiert. Ich bin auch schon Level Up jetzt. Ich muss jetzt mal schauen, ist überhaupt der Tribe? Ja, den Tribe haben wir noch. Also ich kann den Charles nicht wegschmeißen. Aber ich bin unterwegs. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Wenn ich online bin, Grumpy, dann ist es egal, weil dann habe ich den Tribe auch noch. Hast du? Ich bin noch im Tribe. Ach, das ist ja geil. Ja, wir haben es ja geschafft, mich einzuladen. Und dann hatte ich ja wieder Freezes die ganze Zeit. Aber ich lieg da irgendwo halt rum. Ich weiß nicht, ob ich umgebracht worden bin. Nee, da war niemand. Außer Olli vielleicht, aber. Der wollten wir ja schon einen Schädel einschlagen. hatte ich sogar fast geschafft, ne? Diese Jagdsaurier sind nicht mehr ganz so aggressiv. Auch der Megalodon. Ich bin vorhin neben zwei Megalodonen gewesen und musste schon ganz päp ranschwimmen, dass die überhaupt angreifen. Also die haben wohl die Aggro-Range ein bisschen runtergestellt. Ja, was auch gut ist eigentlich, weil wenn du echt so weit laufen musst oft. Du, das war ganz übel. Die haben dich irgendwie am Horizont gesehen, sind dann auf dich zu. Konntest nichts machen.
Bin unterwegs.